Hallo zusammen und herzlich willkommen im Wired Classroom. Herzlich willkommen zum nächsten Lernvideo. Wir sind beim Themenbereich gemischt periodische Dezimalzahlen als Bruch darstellen. Unser Beispiel 4,215333. Eine gemischt periodische Dezimalzahl. Warum? Weil wir eine Vorperiode haben. Die Ziffern 215 nach dem Komma kommen nur einmal vor. Der Dreier als vierte Ziffer wiederholt sich dann immer und immer wieder. Der Dreier ist die Periode. Die Ziffern 215 nennt man die sogenannte Vorperiode. Gemischt periodische Dezimalzahl. Wir schreiben diese Zahl einmal mathematisch korrekt auf. Und über dem Dreier machst du entweder einen Punkt oder einen Strich, das ist egal. Das bedeutet, dass nur der Dreier die Periode ist und die Ziffern 2, 1 und 5 sind die Vorperiode, kommen nur einmal vor. Wir wollen diese Zahl als Bruch darstellen. Wir ermitteln uns den Zähler und den Nenner. Wie geht das? Wir machen uns zwei Striche. Einen Strich vor der Periode und einen Strich nach der Periode. Der Vor ist vor dem Dreier, danach ist hinter dem Dreier. Dort, wo die Wiederholung beginnt. Zwischen den beiden Strichen steht somit nur die Zahl, die sich immer und immer wiederholt, die Periode. Wie beginnen wir? Wir schauen uns die Zahl an, ohne das Komma zu berücksichtigen, die vor dem zweiten Strich steht. Ist eine große Zahl, 42.153. Wir notieren diese Zahl. Wir subtrahieren von dieser Zahl jene Zahl, die vor dem ersten Strich steht, ohne das Komma zu berücksichtigen. 4.215. Wir subtrahieren gemeinsam, ganz schnell. 5 und wie viel ist 13? Und 8 ist 13. Bleibt 1 übrig, 1 und 1 ist 2, 2 und wie viel ist 5 und 3? 2 und wie viel ist 11 und 9 ist 11, bleibt 1. 1 und 4 ist 5. 5 und wie viel ist 12 und 7 ist 12. Bleibt 1 übrig, 1 und wie viel ist 4 und 3 ist 4. Der Zähler von unserem Bruch ist schon fertig. 37.938. Der Vorgang ist immer der gleiche. Zudecken, die Zahl vor dem zweiten Strich minus der Zahl vor dem ersten Strich. Zähler. Wir ermitteln den Nenner. Hier geht es um die Kommastellenverschiebung. Mit welcher Zahl musst du deine gegebene gemischt-periodische Dezimalzahl multiplizieren, sodass das Komma von dieser Stelle hierher kommt, zum zweiten Strich. Wir müssten das Komma um 1, 2, 3, 4 Stellen verschieben. Somit müssten wir unsere Zahl mit 10.000 multiplizieren. Wir subtrahieren wieder eine Zahl. Und zwar geht es jetzt um den ersten Strich. Mit welcher Zahl müsstest du deine gegebene gemischt-periodische Dezimalzahl multiplizieren, sodass das Komma von dieser Stelle an diese Stelle wandert, zum ersten Strich hin? Die Kommastelle verschiebst du um 3 Stellen. Wir multiplizieren mit 1.000.
Wir können im Kopf subtrahieren. 10.000 minus 1.000 ergibt 9.000. Wir sind fertig. Das ist der Nenner von unserem Bruch. Wir können unsere gemischt-periodische Dezimalzahl als Bruch notieren. »37.938 geteilt durch 9.000. Das ist unsere gemischt-periodische Dezimalzahl als Bruch dargestellt. Fertig sind wir an und für sich. Wir schreiben das Ergebnis noch schöner auf. Wir wissen ja, es stecken vier Ganze drinnen. Und wir können uns ja dann ganz leicht berechnen, wie viel bleibt noch übrig. Das ist 1938, hier brauche ich meinen Schummelzettel, geteilt durch 9.000. Und dann erkennen wir selbstverständlich, es sind zwei gerade Zahlen, somit können wir auf jeden Fall diesen Bruch kürzen, durch 2 kürzen. Wir können diesen Bruch dann, wenn wir das jetzt kürzen, erkennen wir, dass wir noch einmal kürzen können. Insgesamt können wir durch 6 teilen. Wir erhalten als Ergebnis 4 Ganze 323 geteilt durch 1005. Das Kürzen brauche ich dir hier in diesem Video nicht erklären. Dafür gibt es andere Videos, wo du das nachschauen kannst. Das wäre das richtige Endergebnis. Das ist unsere gemischt-periodische Dezimalzahl als Bruch dargestellt und vereinfacht. Ich empfehle am Schluss immer, nimm dir den Taschenrechner zur Hand und tipp das Ergebnis in den Taschenrechner ein und überprüf, ob das Richtige herauskommt. Ich habe das schon gemacht und du erkennst, ja, es kommt das Richtige heraus. 4,215333 und so weiter und so fort. Das heißt, unser Ergebnis ist vollkommen richtig, mit dem Taschenrechner überprüft. Den Vorgang musst du dir ganz einfach merken und musst du ein paar Mal üben. Dann klappt es auf jeden Fall. Alles klar?